Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Man hat eben gemerkt, dass es Frau Dr. Lötz schon ziemlich schwer gefallen ist, große Pirouetten zu drehen, um irgendwelche Kritikpunkte am Gesundheitssystem zu finden. Die Tatsache ist, der Gesundheitsetat, den wir heute vorlegen, ist der beste Gesundheitsetat, der jemals in diesem Hause bearbeitet und beraten worden ist. Und Tatsache ist, das deutsche Gesundheitssystem ist nach wie vor in Europa und weltweit ein Spitzensystem mit Spitzenleistungen. Das hat im letzten Jahr wieder die OECD-Studie ergeben, und das haben auch andere Studien vorher ergeben. Und ich sage Ihnen, wenn man bei Ihren punktuellen Pirouetten, die Sie eben gedreht haben, mal das Gesamtsystem im Auge behält, dann sage ich, es ist doch keineswegs selbstverständlich, dass jeder Bürger in Deutschland den Schutz einer Krankenversicherung genießt. Denken Sie das mal vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion vor den USA. Es ist auch keineswegs selbstverständlich, dass jeder Bürger den direkten Zugang zur Medizin und zur Spitzenmedizin hat, wenn er diese braucht. Auch das ist eine Leistung dieses deutschen Gesundheitssystems. Und dass jeder in seinem Leben präventive Unterstützung hat, von dem Impfschutz des Kleinkindes bis zur Versorgung der Senioren im Vorfeld vor therapeutischen Behandlungen. Auch das ist eine Leistung, die wir hier herausstellen können und die deutlich macht, dieses Gesundheitssystem ist eines der besten. Natürlich, Sie haben eben schon davon gesprochen, es ist ein riesiges System. Es sind laut Destatis mehr als 5 Millionen Menschen, die jeden Tag arbeiten und sich Mühe geben, um anderen ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederzugeben. Es sind mehr als 350 Milliarden, die Jahr für Jahr eingesetzt werden, mehr als der Bundeshaushalt. Und natürlich muss man bei einem solchen System die Dinge ständig fortentwickeln, im Auge behalten, Missstände abstellen und die Zukunft annehmen. Aber ich glaube, und das muss auch einmal gesagt werden an dieser Stelle, Bundesminister Hermann Gröhe hat das in diesen 3 Jahren dieser Wahlperiode ganz hervorragend geleistet. Er hat bis dato insgesamt 16 Gesetze diesem Haus vorgelegt und zur Beschlussfassung gebracht, die alle deutliche Fortschritte erzielt haben. Und ich will, Frau Präsidentin, wenn Sie genehmigen, mal kurz zitieren die Debatte vor 2 Jahren. Aus den Reihen der Grünen. Es bleibt dabei, dass wichtige Vorhaben auf dem Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden, wie die Einführung des neuen Pflegebegriffs. Da dürfen wir den Minister, auch Karl-Josef Maumann, loben, dass das nicht so ist. Der Krankenhausreform, Qualitätsreform in Gang gesetzt oder das Präventionsgesetz auch in Kraft getreten. Ich glaube, auch Sie können zupflichten, da ist in 2 Jahren viel geschehen. Und da dürfte man auch mal ein Lob an den Minister und seine Mannschaft hier loswerden. Meine Damen und Herren, wir haben auch auf der finanziellen Seite, das wird sicherlich heute noch mehrfach angesprochen werden, erheblich zugelegt. Wir haben jetzt wieder 14,5 Milliarden Zuschuss aus dem Bundeshaushalt an den Gesundheitsfonds. Wir haben im Gesundheitsfonds eine Reserve von 10 Milliarden Euro. Wir haben bei den Krankenkassen, so meine letzte Zahl, eine Reserve von 15 Milliarden Euro. Und wir haben auch nicht, was ja Anfang des Jahres immer und überall wieder geschrieben wurde in der Presse und man sozusagen schon herbeireden wollte, wir haben keine deutliche Beitragserhöhung für die Mitglieder der Krankenkassen, sondern auch da haben wir eine stabile Weiterentwicklung. Und ich glaube, dass vor diesem Hintergrund sich dieser Haushalt sehr sehen lassen kann. Wir haben in den Beratungen der Berichterstatter und mit dem Hause eine ganze Reihe von Themen erörtert. Ich darf mich herzlich bedanken beim Kollegen Burkhard Blinert, dass wir hier sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten konnten. Und wir haben eine Reihe von neuen Schwerpunkten gesetzt. Er wird sicherlich auch noch einige Punkte davon sagen. Einer davon ist, dass wir international mehr Verantwortung übernehmen als bisher. Die Bundesregierung und die Bundesrepublik war ja bei der WHO schon bisher der drittgrößte Beitragszahler, was die Pflichtbeiträge angeht. Das erhalten wir aufrecht. Aber wir geben jetzt weitere deutliche Mittel
an diese Organisation. Wir werden in diesem Jahr erstmals 35 Millionen Euro freiwillige Beiträge an die WHO leisten. Wir erwarten dort, dass mit diesen freiwilligen Beiträgen die Strukturentwicklung der WHO verbessert wird. Wir alle haben erlebt beim Ausbruch der Ebola-Krise, dass es dort strukturelle Schwierigkeiten gab, auf dieses Problem zu reagieren. Das alles wollen wir mit unserem Einsatz verbessern, helfen. Und dafür stehen diese 35 Millionen zur Verfügung. Wir geben weiterhin Mittel, weil wir im nächsten Jahr ja auch die G20-Präsidentschaft gewinnen, zusätzliche Mittel, insgesamt 5 Millionen für die Möglichkeit, im G20-Vorsitz hier international auch Beiträge zu leisten, Zeichen zu setzen. Wir geben noch mal 5 Millionen für Krisenreaktion und für verschiedene Aufgaben auf dem G7-Bereich, insbesondere, darüber haben wir hier ja auch schon mehrfach diskutiert, über das Thema, über die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen und die Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun. Auch das ist ein Thema, mit dem wir uns im Haushaltsverfahren beschäftigt haben und wo wir zusätzliche Mittel mit einbringen wollen. Wir geben auch zusätzliche Mittel in den Bereich, ich habe es eben schon gesagt, der Prävention. Das ist ja ein neues Thema, wo wir im vergangenen Jahr die Strukturen neu geschaffen haben. Jetzt werden aus dem Haushalt heraus die Mittel noch einmal erhöht, damit wir überall dort, wo Prävention stattfinden soll, wird ja so schön gesagt, direkt im täglichen Leben, also von dem Kleinkindbereich hin bis zu den Senioren, dass wir dort neue Angebote machen können, dass wir die Menschen mit einbeziehen können und natürlich, dass wir am Schluss auch dadurch Krankheiten reduzieren und verhindern können. Das ist ja der Sinn auch von Prävention. Hier stehen insgesamt auch für den Impfschutz bei Kindern, der dort mit einbezogen ist, insgesamt 45,5 Millionen Euro zur Verfügung. Auch das ein Ergebnis unserer Beratung. Ich will noch auf einen Punkt eingehen, den ich hier schon mehrfach angesprochen habe und der mir sehr wichtig ist. Das ist das Thema der medizinischen Versorgung in Stadt und Land und der gleichgewichtigen Versorgung in diesem Bereich Stadt und Land. Wir haben ja auf der einen Seite jedes Jahr steigende Arztzahlen und wir haben auf der anderen Seite zur Kenntnis zu nehmen, dass die Zahl der Hausärzte und Fachärzte im ländlichen Raum ständig weniger wird. Ich habe mir mal herausgesucht, bei mir im Hessenland ist der Durchschnitt der Haus- und Fachärzte, der Altersdurchschnitt im Moment bei 55 Jahren. Da sind die Ballungszentren schon einbezogen. Sie können sich vorstellen, dass in den ländlichen Regionen das deutlich schwieriger aussieht. Zum Beispiel bei mir im Landkreis, sagt mir mein Landrat, haben wir im Moment 45% der Hausärzte, die 2020 die Altersgrenze überschritten haben werden. Und von daher entsteht dort ein riesiges Problem. Wir haben in der Vergangenheit ja schon gesetzlich vorgesorgt. 2012 Strukturgesetz, Strukturstärkungsgesetz 2015 und haben neue Möglichkeiten eröffnet. Und deswegen habe ich das Haus mal gebeten, dem nachzugehen und zu prüfen, was denn daraus geworden ist. Und ich muss sagen, da bin ich noch einigermaßen enttäuscht. 2012 haben auf diese Vorgaben, die wir gemacht haben, ganze 4 Bundesländer reagiert. 2015 sind weitere 7 Bundesländer danach gekommen. Sie haben eine relative Breite an Angeboten entwickelt. Aber wenn wir auf das schauen, was hier an Zahlen mir genannt wird, dann liegen die Beträge irgendwo so um die 2 oder 3 Millionen Euro. Das ist mit Verlaub, glaube ich, nicht ausreichend, um diesem Problem entsprechend näher zu kommen und dieses Problem zu beheben. Ich glaube deshalb, dass wir auch verstärkt, und das ist meine Bitte an die Fachkollegen, nicht nur die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen und die Kassen oder die Krankenversicherung, die Kassenärztliche Vereinigung Möglichkeiten an die Hand geben, sondern dass wir auch ein Stück weit nachschauen müssen, was passiert dort tatsächlich. Werden die Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, auch ausgenutzt? Werden sie umgesetzt? Wird daraus Positives entwickelt? Das sollten wir in der nächsten Zeit vielleicht noch etwas verstärkt tun, damit aus diesem Strukturfonds und diesen Möglichkeiten hier
auch eine bessere medizinische Versorgung im ländlichen Raum wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Redezeit nähert sich schon wieder dem Ende. Ich will sagen, wir haben hier mit diesem Haushalt eine hervorragende Grundlage für eine gute Gesundheitsversorgung in Deutschland. Wir wissen, es kommen immer neue Aufgaben auf uns zu. Wir wissen und wir wollen nicht jedem alles versprechen, aber wir wollen stets daran arbeiten, dass dieses Gesundheitssystem besser wird, dass es in Stadt und Land gleich gut bleibt und dass es bezahlbar bleibt für die Bürger und den Bundeshaushalt. Und da bin ich mir bei Hermann Gröhe ganz sicher, dass wir das schaffen. Herzlichen Dank. Die Kollegin Ekin Deligüz hat für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.